Während dieser Sünde bist du gestorben. Was passiert mit dir? Wenn du, ja, es kommt auf, es, also ich würde sagen, es kommt auf deine Absicht darauf an, weil ich glaube nicht, dass jemand nach, sag ich mal, nach seiner Wiedergeburt nie wieder sündigen, wie sagt man? Ich Aha, glaube nicht wie ja. ihr, dass Nee, nee, jemand nee, das führe ich aus. Nee, nee, ich einfach. weiß, dass du nicht wie wir, aber ich führe das mal aus, was du sagen wolltest. Also ich glaube, wenn du Christ geworden bist, Ja. musst du trotzdem noch um Vergebung bitten, wenn du Sünden machst, und Ja. du kannst trotzdem dein Heil verlieren. Du hast Und deinen jetzt Halt verlehnt. mit Das heißt also, wenn du gläubig bist an den Herrn Jesus Christus und während einer Sünde du stirbst, Herzinfarkt kriegst, dann bist du verloren, gehst in die Hölle. Da war der ganze Glaube Moment, umsonst. Moment, Moment, Moment. Es kommt auch auf die Intention, spielt auch eine Rolle. Die Wenn Intention ist du zu zum Beispiel, sündigen. nein, Moment, Moment, die jetzt mit diesem Beispiel, das du gesagt hast, jemand, der sündigt in dem Sinne, dem ist das Tempolimit egal, der fährt 60 in der 50er-Zone und stirbt dann. Seine Intention war ja nicht, sich selbst zu töten, verstehst du? Wenn Nee, seine aber seine Intention war, Intention die war, sich Sünde zu selber zu begehen. Seine ja. Intention war, 50 erlaubt, ist mir egal. Ich fahre jetzt 60. Und der Bremsweg wird länger und jemand geht über Straße und er überfährt ihn. Oder ein anderer LKW kommt von der Seite. Was war denn jetzt mit dieser Sünde? Bist du jetzt verloren gegangen, weil du gesündigt hast? Oder ist der Heil unabhängig von unseren Sünden? Das Heil ist nicht unabhängig. Also wirst du verloren gehen, weil du 60 gefahren bist, wirst du in die Hölle kommen. All dein Glauben, was du getan hast im Herrn, da war alles umsonst. Es kommt auf die Intention darauf an. Wenn du Intention schnell war zu fährst, sündigen. ja, die Intention war zu sündigen, aber es ist ein Unterschied, ob du einfach sündigst, indem du zu schnell fährst, oder ob deine Intention ist, jemanden zu töten, indem du Nee. schnell fährst. Ist eine Verstehst Sünde, du? ist Sünde. 50 erlaubt, 60 zu Ja, fahren. das sehe ich eben anders. Also ich Also das ist unterscheide keine nicht mehr Sünde. zwischen Ist das keine Sünde im Sünden. Straßenverkehr, schneller zu fahren als erlaubt? Doch, 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 es ist Sünde, Ja, okay. Was aber passiert, wenn du in dieser Sünde stirbst? Bei dieser Sündigen, schneller zu fahren als erlaubt. dann wird Gott über dich urteilen. Ja, sag doch mal jetzt bitte, nicht Gott. Jetzt wird er verloren gehen oder nicht? Du kennst doch die Ich weiß Lehre. es nicht, ich bin ja Siehst nicht du, Gott, das aber ist nein, nein, weil du in der Lehre, du weißt es schon, nur du weißt, dass ich mich jetzt in die Ecke treibe und dich jetzt bekomme. nein, nein, ich meine es ernst. Ich kann nicht sagen, der kommt jetzt für immer in die Ach Hölle so, oder das wird heißt, immer. alles, was der Herr Jesus gesagt hat, wer zu mir kommt, wird das ewige Leben haben und so, alles umsonst. Wir wissen es nicht, ob wir doch errettet werden oder nicht. Das ist so willkürlich. Wer zu mir kommt, wird das ewige Leben haben. Ja, okay. Aber Es ist ich meine, willkürlich wenn, dann, sagt der Jesus dann aber auf es einmal, hat ja, ich habe das Bedingungen, zwar es hat gesagt, aber Bedingungen. ich überlege es mir nochmal. Nein, das ist erstmal die Voraussetzung für das ewige Leben. Du gehst zu Jesus und dann hast du das ewige Leben, ja. Ja. Das heißt, das Aber ewige das hat Leben auch wird plötzlich nicht Bedingungen. mehr ewig sein. Das wird dann auf einmal zeitlich begrenzt, das ewige Leben. Der Herr Jesus meint das nicht Ja, so mit weil dem ja, ewigen Leben. man muss ja auch andere Verse mit einbeziehen. Man kann ja nicht nur diesen Vers nehmen. Ja, aber der Vers reicht doch schon mal, um das, was du sagst, eben falsch zu deklarieren. Nein. Also du sagst, wenn man jetzt wirklich in der Sünde stirbt, bei 60 fahren, bei 50 erlaubt, dass man in die Hölle kommt. Und du weißt das noch nicht mal, ob du verloren gehst oder nicht. Nee, also so wie ich das gelernt habe, nur bei Sünden, wo du wirklich sozusagen jetzt im übertragenen Sinn Gott ins Gesicht spuckst, dann kommst Was? du Ja. in die Hölle. Also wenn du wirklich etwas machst Was Schlimmes. mit der Absicht, gegen Gott zu rebellieren, oder zum Beispiel du ja, oder du fällst halt ab vom Glauben, das ist auch so eine Sache. Ja, nee, nicht vom Glauben abfangen, nur bei der Sünde bleiben, damit wir nicht Thema wechseln. Du sagst, es gibt schwere Sünden, wo wir, wenn wir dies tun und sterben dabei, dass wir verloren gehen, weil wir nicht Buße tun können danach, richtig? Ja. Okay, was ist, wenn du einfach auf der Straße eine Frau begehrst, obwohl du das gar nicht willst und deine Augen streifen nur über die und innerhalb von einer Sekunde kommt sexuelle Begehre in dein Herz, obwohl du das nicht mal wolltest, einfach nur, weil dein Auge da drauf gefallen ist. Zufälligerweise. Und was Ja, ist, wenn du in dem Moment Herzinfarkt bekommst? wenn du weißt, das ist falsch, dann In dem Moment kommt Herzinfarkt. Was passiert mit dir? dann also wenn du sagst,
wenn du immer noch weißt, dass es falsch ist, dann ist es dann ist es nicht ein Problem. Also dann kommst du nicht in die Hölle deswegen. Nein, das geht, das geht ja ganz schnell. Wenn du einfach beim Kopf drehen in deine Augen eine Frau leicht bekleidet auf der Dann Gott muss das dann Straße beurteilen. Ich weiß es nicht. Gott muss das beurteilen. ja, was denkst du? Wirst du dann verloren? Ach, du weißt das nicht, ob du ewiges Leben hast oder nicht. Nein. Siehst du, weil du nicht wiedergeboren bist, weil nach Römer 8 heißt das, der Geist Gottes bezeugt unseren Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, aber wie gesagt, das ist doch nicht logisch. Also laut dir, ich verstehe überhaupt nicht, wieso du nicht sündigen tust, weil es hat ja eh keine Konsequenz für dich. Also ich verstehe das nicht. Natürlich hat das Konsequenzen für dich. Der Herr züchtigt mich hier auf der Erde, wenn ich sündige. Der erzieht mich. Ja, aber was ist, wenn du Aber es dich hat keine quälst? Dann kann er Konsequenz für mein dich. ewiges Leben. Das ewige Leben ist unabhängig von den Werken. Das steht im gesamten Römerbrief. Hast du schon mal den Römerbrief überhaupt in deinem Leben gelesen? Ja. Und da ist das nicht dazu gekommen, dass du das gesehen hast, dass das Heil ohne die Werke des Gesetzes sind. Unabhängig. Ja, welche Gesetze sind da gemeint? Die Gesetze vom Alten Testament teilweise. Nein, wir stehen nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Wir stehen nicht unter dem Gesetz. Wenn wir unter Gesetz stehen würden, auch unter Ja, die das sage ich Gesetze ja des auch. Römers. Ich sage ja nicht, man muss den Sabbat halten und so weiter. Das Nein, waren ja die nein. Unter dem Gesetze. Gesetz meint das Apostel Paulus Gesamtgesetz, das Neue und das Alte, unter dem Gesetz. Weil, wenn wir nur ein Gesetz brechen würden, sind wir das ganze Gesetz schuldig, weil Gott die Gesetze ja insgesamt gegeben hat und nicht nur partiell. Weil Gott die Gesetze ja insgesamt gegeben hat und nicht nur partiell. Warte mal. Man hört Matthias, doppelt. ja. Deswegen habe ich dir doch diesen Aber Pfeil warte von mal Esther. kurz, Reza. Ja. Wieso hat dann Paulus gesagt, Knabenschänder und so weiter werden das Himmelreich nicht sehen? Ja, natürlich, wenn Knabenschänder und Lügner, meineidige nicht wiedergeboren sind, die werden alle verloren gehen. Aber wenn sie wiedergeboren sind, dann spielt es keine Rolle mehr. Nein, nicht was dein Heil betrifft. Wenn du ein Knabenschänder warst, ein Päderast, und du bist wiedergeboren, du wirst wiedergeboren, du kommst zum Herrn Jesus, bereust es, aber das ist ja immer noch in deinem Fleisch, diese Sünde, dass du auf Kinder stehst. Das ist ja nicht einfach weggeflogen. Die Neigung ist ja da in deinem Fleisch. Ja, aber du bist Du ja kein musstest Tier, du es. kannst ja die Neigung kontrollieren. Genau, jetzt kommt das mit dem, weil du wiedergeboren bist, den Heiligen Geist hast, kannst du jetzt diese Neigung unterdrücken und beherrschen. Ja. Aber es das heißt nicht, dass du nicht fallen kannst, dass du nicht schon wieder irgendwas Blödes machen kannst. Ja, Deswegen das sagt sage ich er. auch nicht. Aber dann musst du bereuen. Wenn du nicht bereust, hast du ein Natürlich musst du Problem. bereuen. Immer wieder musst du bereuen. Aber es hat keine Auswirkung auf deine Errettung. Die Errettung ist Gnade. Ist ohne. Weißt du, was Gnade bedeutet? Das heißt, es hat keine Bedingung, dass du bist begnadigt. Das ist ein Geschenk. Weißt du, was Gnade ist? Zum Beispiel im Gericht. Du hast was getan. Du hast eine Schuld auf dich geladen. Du hast ein Gesetz gebrochen. Und der Richter sagt: Nach dem Gesetz musste ich dich jetzt bestrafen. Aber ich begnadige dich. Geh, du bist frei. Das ist Gnade. Ja, Obwohl du das verstehe. Gesetz gebrochen hast, wirst du begnadigt. Deswegen Ja, halte dich an Gesetz. Aber der Richter könnte auch Strafe und Gnade walten lassen. Du musst Nein, das zwar geht ja etwas nicht. machen. Strafe und Gnade gibt es ja nicht beides zusammen. Wieso nicht? Entweder Strafe oder Gnade. Also wenn du jetzt jemanden ermordet hast und da steht da drauf Dingens, die Todesstrafe, da kann er nicht sagen, okay, ich bringe dich um und danach bist du begnadigt. Nein, aber er könnte sagen, du musst so und so lange ins Gefängnis, aber ich bringe Naja, dich aber nicht wenn da um. die Todesstrafe in diesem Land draufsteht auf Mord, was dann? Ich bringe dich um und danach begnadige ich dich, oder wie? Nein, in dem Fall geht's nicht, nein. Siehst du, es geht nicht. Das ist Widerspruch. Gnade ist ein Geschenk. Ohne Dazutun von deiner Seite aus. Es hat der Herr Jesus bezahlt für dich. Deine Schulden sind abgetilgt. Der Herr Jesus hat dir das ewige Leben geschenkt. Da kannst du nichts dazu tun. Du musst daran glauben, was der Herr Jesus für dich getan hat am Kreuz. Was Deswegen sagt ihr halte dich eigentlich? immer an diesem Ja. Fall von 1. Korinther 5. Todesstrafe für schwere Sünden, obwohl du wiedergeboren bist, und errettet trotz Todesstrafe am Tage des Herrn, dass dein Geist errettet ist.
Halte dich daran, mach die Gedanken darüber und dann kommst du dahinter. Lies nochmal 1. Korinther 5 diesen Fall. Mehrmals. Was mich noch interessieren würde, es gibt ja auch, sage ich mal, Freikirchler, Ja. die glauben an dieses Konzept von Eternal Security. Also die sagen wirklich, wenn du Ja. einmal glaubst, egal was du machst, auch wenn du danach Moslem wirst, du bist trotzdem errettet. Was Nein, sagst du nein, dazu? nein, 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 nein. Wenn du Moslem wärst, dann hast du ja einen anderen Gott angenommen, dann kannst du ja nicht wiedergeboren sein. Ein Aber guck mal, Wiedergeborener kann ja nicht mehr abfallen. die begründen aber das mit so einem Vers aus Ja. Johannes, Johannes 10, wo steht Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Genau, aber wenn du doch schon rausgegangen bist, das heißt, du warst gar nicht in der Hand des Herrn. Du warst nicht wiedergeboren, du warst ein falscher 50er. Und davon gibt es viele, die reingekommen sind, die keine Beziehung zum Herrn Jesus haben. Wo der Herr Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ja, aber Herr, Herr, Herr Jesus, ja nichts, Herr Jesus, ich kenne dich nicht, wer bist du? Ja, aber Herr, ich habe doch zu dir Herr gesagt, du warst doch mein Herr. Nein, ich kenne dich nicht. Richtig? Ja, also diesen Vers gibt es ja. Ja, da haben wir das doch. Nicht jeder, der Herr sagt, ist ein wahrer Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Da gibt es unendliche Scharlatane, die Und sich wer gibt hineingemischt dir die haben. Bestätigung, dass du ein Wahrer bist? Und wenn du den Geist Gottes hast, wirst du darauf hören, was der Geist Gottes dir sagt. Ob Und das woher aus weißt du, mir dass du ist, ihn hast? weil ich wiedergeboren bin. Und der Geist Gottes bestätigt den ganzen Tag in meinem Kopf, dass ich ein Kind Gottes bin nach Römer 8. Okay. Das musst du auch haben. Wenn du das nicht hast, dann stimmt was mit deiner Bekehrung nicht. Dann bist du zwar gläubig, aber nicht wiedergeboren. Hast du keine Beziehung zum Herrn Jesus. Du kannst den ganzen Tag sagen, Herr, Herr. Aber der Herr wird sagen, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Deswegen ist das sehr, sehr gefährlich. Nicht jeder, der gläubig ist und Herr, Herr sagt, ist auch wiedergeboren. Ich kann mich nur 100 Millionen Mal pro Tag wiederholen. Die Leute nehmen es nicht an. Die machen sich keine Gedanken darüber. Die lesen zwar diese Verse, aber sind unvorsichtig. Die überfliegen diese Verse, obwohl die so gefährlich sind. Wenn ich so einen Vers lesen würde in Matthäus 7, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen das getan und das getan? Und der Herr Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ist das nicht grausam? Ist das nicht gefährlich? Dass Tja, du denkst, du hast dann. eine Beziehung zum Herrn Jesus, du hast gar keine Beziehung zum Herrn. Ist das nicht grausam? Ja, aber was ist, wenn deine Intention unschuldig war? Nein, das ist trotzdem. Ich kenne dich nicht. Du kannst unschuldig sein, wie du willst. Außerdem gibt es keinen Unschuldigen. Jeder, Wenn die dass Menschen der nicht nach Mensch ihrer ein Sünder Intention ist, ein gerichtet Verdorben. Nein, auch die Intention von den Menschen sind alle verdorben. Denn das Herz des Menschen ist verdorben bis in Unendlichkeit. Da gibt es keine Ausnahme und keine Ausrede von dem Herrn. Ja, aber Herr, ich war doch ein unschuldiger, kleiner, süßer Junge. Und Nein. was ist mit Der Herr Menschen, Jesus wird dir bezeugen, du die... bist nicht unschuldig, du bist ein Sünder durch und durch. Warum bist du nicht zu mir gekommen und hast dir selbst abgesagt vor mir, vor meinem Angesicht, dass ich dir deine Sünden Also du tilge? glaubst, keiner, der, sage ich mal, das Bibelverständnis hast, wie du es hast, der kann niemals errettet werden, auch wenn er... Nein, nein, kann er nicht, weil Und das was ist die ist mit Lehre des irgendwelchen Herrn. Menschen im Urwald, die noch nie von der Botschaft gehört haben? Die müssen auch wiedergeboren werden. Aber Ja, die aber interessieren wie sich können nicht Sie für das? Gott. Sie haben ja noch. Die Hä? interessieren sich nicht für Aber Gott, die interessieren sich für ihre Huga-Huga-Götter. warte mal kurz. Aber Ja. es gibt doch abgeschottene Völker, die noch nie irgendwelchen Kontakt mit der Ich war doch selber Außenwelt abgeschottet, ich hatten. war doch in einem islamischen Land. Ich hatte Ja, überhaupt keinen aber. Zugriff zum Evangelium. Aber weil der Herr Ja, Jesus aber mich kennt. du wusstest, dass es sowas gibt wie Christentum. Nee. Ich habe mal gesehen, dass eine Kirche war irgendwo und dass da Ja, so ein siehst Mann du? dran hängt an so einem Kreuz. Aber mir war das egal, was das ist. Ich habe nur gesehen, dass er unschuldig ist am Kreuz. Da war ich 6 Jahre alt, da war ich auf dem Weg zur Schule. Da habe ich das gesehen, wie der am Kreuz hängt. Und ich wusste nicht, wer das ist, was das überhaupt ist. Ich habe nur gesehen, dass er unschuldig ist am Kreuz, dass er da so hängt.
Darf ich Aber in dann bist meinem du, Geist entschuldigt, gesagt? du weißt nicht, wie, wo, was. Du würdest Ich ja war nicht mit der Moslem. Ich bin auch Botschaft als konfrontiert. Moslem aufgewachsen, mein Lieber. Und wäre ich als Moslem in den Tod gegangen, wäre ich verloren. Weil der Herr weiß, dass ich zum wahrhaftigen Gott zu ihm kommen werde, ganz egal was passiert, hat er mich hier nach Deutschland gebracht. Aber was ist jetzt mit irgendwelchen Völkern im Amazonas, wo keinen Kontakt zur Außenwelt Auch haben? sie müssen Was Gott ist mit denen? suchen. Ja, Apostel Paulus erklärt das ja in Römer 1 und 2. Das heißt, dass sie keine Ausrede haben, weil die durch den ganzen Tag sehen die unglaublichen Werke der Schöpfung und dass sie nach diesem unsichtbaren Gott fragen müssen. Ja, aber vielleicht glauben sie ja an irgendeinen Gott, aber halt nicht an den christlichen, weißt du? Nein, ja gut, dann müssen die trotzdem verloren gehen, weil die Muslime glauben ja auch nur an ihren Gott und lassen sich nicht belehren. Dann sind die Aborigines oder diese Oval-Leute auch nichts Besseres. Ist alles ist dasselbe. Hey, das ist schon Nein, eine ich meine krasse das Aussage. überspitzt, aber es ist dasselbe. Ob jetzt Aborigine in die Hölle kommt oder ein Moslem oder ein Atheist, ist alles dasselbe. Die Aber wollen das würde ja nicht. fast, aber warte mal kurz, das würde ja fast heißen, dass Gott gewisse Leute für die Hölle erschaffen hat. Nein, nein. Diese Leute, wenn sie nur wahrhaftig aus dem tiefsten Herzen nach Gott suchen würden, wenn sie den Sternenhimmel sehen würden und die unglaubliche Natur und sich selber, der Körper, in dem die ja sich befinden, anschauen würden, sagen, meine Herren, das ist ja unglaublich, was da erschaffen wurde. Das habe ich doch als Kind gemacht. Ich habe einmal in den Sternenhimmel geguckt mit 4 Jahren und habe sofort gedacht, mein Gott, du bist ja unglaublich, dass du das alles erschaffen hast. Da war ich 4 Jahre alt. Ich hatte auch gar keine Ja, aber Ahnung von du Islam hast ja gehabt. damals schon an einen. Nein, meine Eltern haben mir Okay, nie von ja. Islam, Allah erzählt. Ich war ein Kleinkind. Ich war im Kindergarten. Meine Eltern haben mir nie von Allah erzählt. Ja, Daran okay, siehst du aber den was, wenn Unterschied deine zwischen Eltern. mir und den anderen. Ich habe sofort diesen Also das. Sternenhimmel gesehen und habe sofort dem Gott die Ehre gegeben. Also du bist unglaublich, der imstande ist, so etwas zu erschaffen. Ganz neutral. Aber warte jetzt mal, stell dir jetzt mal vor, du wärst dann zu deinem Vater gegangen Ja. und der hätte dir dann gesagt, ja, mein Sohn, das hat Allah erschaffen. Ja, das hat er Und auch dann? gemacht. Später hat er mir gesagt, dass das Allah ist. Und dann war ich, habe ich gedacht, okay, als Kind weißt du ja nicht, wie der Gott heißt. Und wenn dein Ja, Vater siehst du, sagt, das jetzt ist stell dir er. mal vor, du wärst in dieser Ja. Situation geblieben, du wärst nie mit Christen oder so in Kontakt gekommen. Denkst du dann wirklich, Gott würde sagen, nee, nee, du gehörst, mach's gut, ciao, Nein, danke eben ja dir. nicht, weil Gott ja mein Herz kennt. Der weiß ja, dass ich mich bekehren würde, falls ich die Wahrheit herausfinden würde. Ja, Aber Gott weiß, okay, dass aber diese jetzt Aborigines, warte, widersprichst du warte kurz, dir. warte kurz. Gott weiß aber, dass die Aborigines, auch wenn die 100.000 Mal hier in die Gemeinde kommen würden, dass sie trotzdem da irgendwie diese Uga-Uga-Götter weitermachen würden. Das ist denen egal. Woher Ja, weil Gott die kennt. Der Gott kennt ja ihre Herzen. Dass egal, wie oft man denen das vom Evangelium erzählen wird, dass sie es das nicht annehmen. Du siehst das doch um uns herum. Wie oft ich den Leuten das Evangelium verkünde, ihnen alles erkläre und trotzdem sagen, nein, ist mir egal. Ich will das nicht. Ja, aber jetzt hast du doch gesagt, Ja, aber ich Gott bin würde dich anders als auch. die anderen. Verstehst du? Okay. Okay, sagen wir, der Reza wäre ein Nein, ich verstehe Aborigine. das nicht. Ich wäre ein Kind von Aborigine und die Aborigines würden mir erzählen, dass Uga Uga das Universum erschaffen hat. Ja. Trotzdem würde ich in meinem Herzen immer denken, ist das, Gott, bist du das? Bist du das wirklich? Weil mir die Beziehung fehlt zu diesem Uga Uga Gott. Ich will die wahrhaftige Beziehung haben zu diesem Gott, der mich erschaffen hat. Das ist der Unterschied zwischen Leuten, die einfach um ein Feuer herumlaufen und die wahrhaftig die Beziehung zu Gott suchen. Das habe ich gemacht als Kind. Und deswegen hat der Herr mich zu sich geholt. Okay, verstehe. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja. Wenn die Muslime zum Beispiel einfach da weitermachen, wo sie weitermachen, das ist ihr Ding. Aber wenn sie die Wahrheit hören und trotzdem ablehnen, ja, dann ist das dasselbe wie die Aborigines, ist dasselbe. Nur, dass sie halt in Ja, aber Saudi-Arabien jetzt geboren sind oder widersprichst du dir doch. Syrien und nicht in Australien. Jetzt hast du dir aber widersprochen. Ich habe dich doch zuerst gefragt, was ist mit Leuten, die abgeschotten von ihrer Umwelt leben und nicht von der Wahrheit, sage ich mal, Bescheid Das wissen. ist Die sind doch dann unwichtig, weil entschuldigt. Gott weiß, dass wenn du die Aborigines hier hinholen würdest und den 100 Millionen Mal das Evangelium verkünden würdest, die würden trotzdem nicht zum Herrn kommen.
Also hat Gott sie erschaffen, um Nein, in die Hölle zu nein, kommen. die wollen nicht. Der Herr will, aber die wollen nicht. Der Herr weiß das, dass sie nicht wollen. Ganz egal, wie oft man ihnen das Evangelium verkündigt. Also hat er Die sie mit dem wollen Willen nicht. erschaffen, dass sie nicht wollen. Genau, freier Wille. Und der Herr akzeptiert diesen Willen, diesen freien Willen. Du musst nicht zum Herrn kommen, du kannst, freiwillig. Okay. Jeder Mensch hat einen freien Willen. Oder kannst du nicht einfach Ja, jetzt aus dem das glaube Haus? ich auch, aber Ja, es gibt ja auch ist solche, doch die in deinem sagen, freien wir Willen. Du haben kannst jetzt keinen. ein Messer nehmen, ja, und dann rausgehen jetzt gerade und der Nächstbeste, der vor der Haustür rumläuft, kannst du den nicht, ne, ich will das jetzt nicht aussprechen, weil sonst wird das gesperrt. Kannst du ihm das nicht einfach antun von hinten? Ja gut, aber du weißt ja, es gibt Leute, die sagen, alles ist vorherbestimmt. Nein, das ist falsch, das ist Calvinismus. Die doppelte Prädestinationslehre ist einfach falsch. Aber die einfache Prädestinationslehre, dass Gott die Leute, die zu ihm kommen werden, vorher schon aus ersehen hat, wer das sein wird, das ist richtig. Das ist biblisch. Möchte noch jemand hoch? Ich mach sonst Was mal bist du? Bist du orthodox? Probe. Bist du orthodox? Katholisch, aber Du bist katholisch, ja, du ja. musst wiedergeboren werden. Das ist, dieser Katholizismus wird dich nicht retten. Du musst wahrhaftig zum Herrn Jesus kommen, absterben, deine ganzen Sünde und deine, ja, und der Welt musst du absterben vor dem Herrn und austreten aus der Welt. Ja gut, aber ich meine, es gibt ja auch Katholiken, die schotten sich ab und die haben nichts mit der Welt zu tun. Nein, das hat mit der Welt nichts. Also du musst geistig aus der Welt heraustreten, nicht jetzt irgendwie abschotten. Das machen auch die Zeugen Jehovas. Trotzdem sind die nicht errettet, auch wenn die sich abschotten, sogar mehr als alle anderen. Ja gut, aber ich meine, die verleugnen die Trinität, das ist ja was anderes. Ja, aber abschotten bringt dir nichts. Du musst geistig der Welt absterben. Der Welt heißt auch weltliche Institutionen, Kirchen und so weiter. Das ist alles Welt. Du musst das hinter dir lassen, Deswegen wenn du machst du zum auch Herrn Jesus Kopfhörer kommst. auf alle AfD-Anhänger, ne? AfD ist Welt. Ist eine weltliche Partei von Welt. Ja. Du hast einfach was hier. Ja. Ja, genau. Das ist der Klassikervers, der eben besagt, dass du kannst tausendmal Herr, Herr Jesus sagen. Wenn du nicht der Welt abgestorben bist, bist du ein Ehebrecher und du brichst die Ehe mit dem Herrn Jesus Christus. Und du hast die Ehe schon gebrochen, wenn du noch weltlich bist. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, Ja, dass okay, was bedeutet Freundschaft mit der weltlich? Das Welt heißt, Feindschaft zu Gott ist? Das heißt, du bist ein Feind mit Gottes. der Das ist doch nicht Welt. mal eine neutrale Das Haltung. heißt, du darfst keine andersgläubigen Freunde haben, zum Beispiel, oder was? Und ja, natürlich. 2. Korinther Darfst du 5. nicht? Ja, wir dürfen nicht in unter einem Joch mit Ungläubigen gehen. Okay. Ja. Ja. Unter einem Joch, genau. Denn was hat Licht mit Finsternis zu tun? Ja, genau. Ja. Na hier, Psalm 1, Klassiker. Wohl dem, der nicht sitzt bei den Spöttern, den Ungläubigen, sondern Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Also abgesondert von der Sünderwelt da draußen und über das Wort des Herrn den ganzen Tag nachdenkt, über sein Gesetz. Also laut dir, man darf auch keine Musik hören, keine Filme gucken, gar nichts. Ja, die Musik, Filme ist alles von der Welt, ist vom Satan. Alles, was in der Welt ist, ist unter der Herrschaft des Feindes. Was machst du denn den ganzen Tag? Was soll man denn machen? Ich muss arbeiten, ich habe eine Familie, dann dies, jenes, alles, vieles fällt an. Aber du bist ja dann, wenn du arbeitest, du hast ja auch mit der Welt zu tun. Ja, aber ich muss ja arbeiten, um mich zu finanzieren. Ich darf ja nicht auf Kosten anderer Leute leben. Ich muss sogar arbeiten gehen, sagt der Apostel Paulus. Sogar wenn jemand von euch nicht arbeiten geht, sagt der Apostel Paulus, Sekunde, ich führe das nur zu Ende, dass ihr euch von jenen Brüdern zurückzieht, die nicht ordentlich wandeln und nicht arbeiten gehen. Ja. Genau. Nein, also es gibt, ja.
Sind das abgestorben Geister? Aber natürlich kann der Wiedergeborene in Kneipe gehen, wenn er Bock hat. Er sollte es nicht. Er sollte es, aber er ist frei. Er ist frei. Er kann da reingehen, er kann nicht da reingehen. Er ist freigesprochen. Was er jetzt Okay, mit seiner aber Freiheit wieso? tut, das ist. Aber Ja. ganz kurz, ganz kurz. Ja. Okay. Ja. Natürlich, wenn du dann natürlich deine Freiheit dazu benutzt, wieder weltlich zu werden und so damit zu spielen, dann wirst du gezüchtigt. Aber Reza, du hast jetzt gerade gesagt, er könnte in die Kneipe gehen. Ja. Er sollte zwar nicht, aber er wird dann trotzdem gerettet. Wieso sagst du dann, diejenigen, die AfD wählen, die sind dann nicht mehr gerettet? Weil Kneipe etwas Fleischliches ist, AfD ist etwas Geistiges. AfD hat eine geistige Haltung zur Welt. Eine Bier, wenn du ein Bier trinkst, das ist eine Sünde. Das hat mit der geistigen Haltung zur Welt nichts zu tun. AfD haben einen anderen Geist. Hey, wieso ist das eine Sünde? Jesus hat doch auch Alkohol getrunken. Wie? Wir dürfen uns doch nicht Er hat berauschen. Ende. Ja, aber nur weil du ein Bier trinkst, dann bist du ja nicht gleich besoffen. Nein, ich sage ja nur, wenn du in die Kneipe gehst, heißt das ja, das ist ein Ort der Sünde. Ja, die Musik ist dreckig, dann die Leute sind zumeist auch angetrunken, die machen dann blöde Witze, dreckige Wörter kommen aus denen heraus und du musst das ja die ganze Zeit anhören. Und der Heilige Geist in dir wird ja betrübt, wenn du den hättest. Ach Deswegen so, soll ein aber wenn du jetzt einfach Wiedergeborener bei nicht dir zu dahin. Hause trinkst, ist kein Problem. Natürlich kannst du ein Glas Wein beim Essen trinken, so kein Problem. Ach so, ich dachte, du meinst den Du sollst Alkohol nicht an mit sich, Sünden der damit Mischung. verwechseln. Ja. Grüß dich. Ja. Ja. Ist Voraussetzung für die Errettung, ja. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, ja. Eine kleine Herde wird noch errettet. Wir befinden uns jetzt in der heißesten Phase der Laodicea, wo der Herr Jesus sagt eben, ich werde euch ausspeien aus meinem Mund, weil ihr weder heiß seid noch kalt, sondern lauwarm. Und weil ihr lauwarm seid, werde ich euch ausspeien aus meinem Mund. Das ist die letzte Phase der Christenheit in Offenbarung 3, ab Vers 16. Die lauwarme Christenheit. Kaum Wiedergeborene. Ja. Aber ob der wahrhaftig Buße getan hat und den Heiligen Geist empfangen hat und ein Diener des Herrn Jesus Christus ist, das sei mal dahingestellt. Das ist leider das Problem. Es ist grauenhaft. Es ist grauenhaft, wenn man weiß, wie viele Leute verloren gehen, aber man muss das einfach akzeptieren. Reza, ich habe dir mal eine Nachricht geschickt bei Instagram, du hast es aber nie beantwortet. Ja, Ich Instagram habe bin auch ich sehr deinen Bruder wenig. gefragt. Ah, okay. Du hast mal, glaube ich, letztes Jahr oder so, hast du mal diesen einen Schlagzeuger von dieser Metalband kritisiert, weil er den Herrn gelästert hat. Der hat sich schon eine Dornenkrone aufgesetzt und Ja. der ist dann gestorben. Und du meinst Ja. dann, ja, der ist jetzt in der Hölle, dies, das. Und dann hat jemand im Kommentarbereich geschrieben, ja, aber sollte man solche Leute nicht mit Liebe begegnen, dies, das? Und dann hast du ein Zitat von Prophet David gebracht, wo er gesagt hat, soll ich nicht die hassen, die Gott hassen? Also Ja, heißt das, genau. du glaubst, dass man gewisse Menschen hassen darf? Ja, natürlich die Feinde Gottes, Satanisten, die richtig Hardcore-Satanisten, die ihre Seele verkauft haben und gegen den Herrn kämpfen und Seele in die Hölle locken für den Satan. Natürlich muss ich die hassen. Wenn ich die nicht hassen würde, das ist ja Wahnsinn. Ja, aber wie vereinbarst du das mit den Worten von Jesus, wo er gesagt hat, liebe eure Feinde? Ja, alles an seinem Platz. Wenn der Herr sagt, jetzt den nicht lieben, sondern hassen und jetzt die anderen lieben, dann musst du es tun. Zum Beispiel sagt er, hey, in 2. Johannesbrief, ihr sollt Leute, die reinkommen und die Gottheit des Herrn Jesus leugnen, nicht grüßen und nicht bei euch aufnehmen. Was machen die Aber das ganzen heißt ja nicht, dass Christen? du die hassen musst. Ja, nicht grüßen und nicht aufnehmen. Was machen die Christen sozusagen, sogenannte Christen, die nicht nur das, die grüßen, die gehen mit denen in Debatten rein, reden mit denen ganz und sogar sind die doch Freunde mit denen.
Wenn der Herr Ja, sagt, aber, diese Leute ja. nicht grüßen und nicht aufnehmen, dann musst du das tun. Und wenn der Herr sagt, so, der Rest aber lieben, dann musst du es tun. Du musst alles an seinem Platz lassen. Nein, das geht hier um Leute, die also in die Christenheit hereingekommen sind und sich Christen nennen. Genau, wie Zeugen Jehovas oder Arianer oder hier Judaisierer. Solche Leute wie MC Hammer, Endzeit Reporter. Aber für dich sind das auch Orthodoxe und Katholiken, die grüßt du auch nicht, oder wie? Nein, die lehren ja nicht, dass Jesus nicht Gott ist. Ach so. Shalom an allen. Gottes Hallo, Segen. du. Ja, genau. Ich wollte auch natürlich ein bisschen mit dir reden, ne, von vorhin, weil ich mir dann auf einmal Sorgen gemacht habe, was jetzt mit dir passiert, weil die dich eben unter dieser falschen Lehre haben versucht, dich wegzureißen. Also keiner kann mich wegzureißen von Gottes Liebe erstmal. Amen, amen. Ja, aber durch eine falsche Lehre. Ich habe gesehen, dass du dann halt angefangen hast zu wackeln, dass du gesagt hast, oh, okay, das wusste ich nicht, das muss ich überprüfen. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Nee, also ich würde lieber alles überprüfen, bevor ich was sage, obwohl ich das Wissen habe, ne? Ja. Aber es geht über eine Schwester. Ja. Die hatten so eine Videos gemacht und das hat mir wehgetan. Und die hatten sie einen auf dem verurteilt hat, sage ich mal, weil sie gesagt hat, wir bieten nicht Maria an. Ja. Und dafür hatte ich wusste davon nichts, warum es geht, erstmal. Da habe ich gesagt, okay, dann lass mal überprüfen. Dürfen wir überhaupt Maria anbieten? Ich brauche Vers, Beweise und alles. Bitteschön. Das war die Thema. Ach so, die Frage war jetzt an mich gerichtet. Also zu dem war, und da bist du ja reingekommen, ich bedanke Ja, mich genau. herzlich. Ja, Gottes ja, ja. Segen. Ja, genau. Genau, das ist ja das Problem. Die sagen ja, Maria kann Gebete erhören. Das Genau. heißt also, wenn du die um fürbittest, dass die Maria für dich beten soll, dann hört die ja dein Gebet, wenn du mit ihr sprichst. Ja, das war meine Frage und Ja, und das das ist ist ja eben. falsch. Das ist ja absolute Irrlehre, weil sie neben dem Gott noch Maria stellen, der Gebete erhören kann, oder Heilige noch und auch noch andere Heilige, die auch Gebete erhören können und für dich Fürbitte einlegen können. Das ist absolute Irrlehre. Ja, und deswegen hatten wir gesagt, ja, okay, dann, sie sagen ja, dass nicht stimmt. Also für mich ist das No-Go, auf jeden Ja, Fall. sehr gut. Sehr gut. Ich wollte Aber dich auch darin bestärken halt, ne, dass das, was du gesagt hast, dass du nur zum Herrn Jesus betest, dass das genau richtig war. genau, also ich brauche keinen Person, ne, dass er für mich in Himmel oder irgendwie betet, obwohl ich diese Chance habe, dass ich Ja. direkt zum Jesus beten kann. Ja. Erstes. Ja. Und dann hatten die gekommen mit einer Frage, wenn du ein Problem hast, dann gehst du zu deinen Brüdern, Geschwistern und sagst, du bittet, ne, für Ja, uns. die Ja, aber leben, mit das dir ist ja. zusammen leben, aber nicht Tote, die schon gestorben sind. Das meinte ich ja. Ja, aber das Ja. ist jetzt nicht das Gleiche. Das ist mein Bruder lebendig, ich sehe ihn. Ja, genau. Und die sagen, auch die Toten sind lebendig und die hören auch uns. Und das ist absolute Irrlehre. Das geht nicht sowas. Und da, dann hatten die gesagt, ist Maria tot oder so? Da habe ich gesagt, auf jeden Fall, menschlich ist ja tot, ne? Ja, Aber natürlich. geistlich ist es nicht, ne? Für Ja, die mich. sind im Totenreich, genau, im Hades, im Schoß Abrahams, sind die nach Lukas 16, Schoß Abrahams. Und da wartet sie, dass sie mit uns zusammen bei der Entrückung in den Himmel kommt. Aber Genau, noch wartet sie. das würde ich dir jetzt mal fragen, dass wir Ja. alle dafür ein Wissen haben, was, weil viele von uns, ja, egal wie viel wir in Bibel lesen, diskutieren, debattieren, etc., bla bla, ne, wir haben trotzdem nicht dieses richtige Wissen. Und ich würde dich bitten, dass du uns mal das erklären kannst. Ja, zum Beispiel sagen ja die Katholiken bzw. die Orthodoxen, dass Maria also so sündenfrei war. Okay. Ohne Sünde. Und ich sage, also das Wort Gottes sagt nein. Maria selber sagt das in Lukas 1, Gott meinen Retter. Also auch sie brauchte Gott als Retter, wie wir alle, wegen ihren Sünden, weil sie ganz normaler Mensch war. Okay, ich schreibe mir das auf Luca 1, ja? Ja, Lukas 1, warte, ich gebe dir den Vers. Lukas 1,
Es ist sehr wichtig, dass ihr alle den Versenschreiben selber prüft. Das ist sehr, sehr schön. Ja, genau. Shalom. Lukas 1, Vers 46 und folgende Sekunde. Jetzt. Ja, genau. Lukas 1, Vers 46 bis 48. 48, okay. Genau, da sagt Maria, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Amen. Ja, dass das auch sie braucht, braucht Gott als Retter, der sie vor, also ihre Sünden eben reinwäscht und frei macht, gerecht spricht. Wie wir alle den Gott, den Retter brauchen. Genau. Das ist Lukas Lukas 1, Vers 16, Sekunde mal, 46. 46. Lukas 1, Vers 6 und 47. Und dieser eine Vers, wo der Herr Jesus Ja, Maria ja, so abweist. das ist die Hochzeit von Kana, Johannes 3. Genau, und dass die Maria, und dann sagen die Katholiken und die Orthodoxen, Maria hatte keine andere Kinder gehabt. Sie ist als Jungfrau geblieben, Jungfrau Maria, bis zu ihrem Tod. Genau. 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 Der Gott, meinen Retter, das heißt auch Maria braucht Retter. Und das ist eine absolute Irrlehre von den Katholiken oder Orthodoxen, wenn die kommen und sagen, nein, Maria braucht, die ist sündlos. Die braucht keinen Retter. Ja, genau. Aber das steht einfach nur Glück, die werden alle Geschlechter mich glückselig preisen. Das heißt, wie alle Geschlechter würden sagen, boah, Maria ist so glückselig, die ist so die Glückliche, die den Messias gebären durfte unter allen Frauen. Eine besondere Frau. Wie glücklich sie sein muss. Amen. Glückselig werden mich alle preisen. Alle Völker, dass ich halt den Messias gebären dürfte. So glückselig heißt glücklich schätzen. Jede Frau auf der Erde wäre glücklich, wenn sie den Herrn Jesus geboren hätte. Sie würde sich sehr glücklich schätzen. Ja. Keine Christentum rettet, keine einzige Denomination rettet dich. Es rettet dich der Herr Jesus, wenn du wiedergeboren wirst nach Johannes 3, Vers 3 und mit dem Heiligen Geist versiegelt bist nach Epheser 1, Vers 13 bzw. Epheser 4, Vers 30. Wenn du mit dem Heiligen Geist versiegelt bist, dann bist du ein Kind Gottes. Nein, nein, nein. Ja, retten nicht. Retten nicht, habe ich unten drauf geschrieben, ganz groß. Ja. Ja, das sind Traditionsreligionen. Ja, das sind, genau. Und sowas rettet nicht. Es rettet eine wahrhaftige Wiedergeburt im Heiligen Geist, wenn du zum Herrn Jesus kommst. Ja. Und ja, warte mal, ich wollte die Sache mit der Schwester Gülmann eben zu Ende führen. Und Maria hatte auch weiterhin Kinder gezeugt. Sie ist nicht als Jungfrau geblieben, was die orthodoxe und katholische Kirche eben fälschlicherweise sagen. Nämlich, schlag auf, Matthäus 13. Matthäus 13. Matthäus Kapitel 13. Meine Augen sind sehr, sehr schlecht. Oh, wei, oh, wei. Matthäus 13, und zwar ab Vers 55. Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns, sagen die Leute zum Herrn Jesus Christus verwundert, ja? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Joses und Simon und Judas und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Ja, das ist also Maria, die Mutter, hatte noch weitere Kinder gezeugt und der Herr Jesus hatte Brüder und Schwestern sogar. Mit Josef gezeugt. Nein, nein, der Kontrast, der Kontext ist ja schon da. Ist nicht seine Mutter Maria und seine Brüder und seine Schwester, da wird die Familie aufgezählt. Deswegen ist der Kontext, ist das nicht seine Mutter Maria? Da wird also diese Familienzugehörigkeit als Kontext genannt. Okay.
Nein. Und seine leiblichen Brüder, die Josef mit Maria gezeugt hat. Deswegen wird ja die Familie in Kontext aufgezählt. Ja? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns Josef? Sein Vater ist also Josef, der Zimmermann. Heißt nicht seine Mutter Maria? Jetzt ist die Maria seine Mutter. Und jetzt kommen die Geschwister. Und seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas. Und seine Schwestern, die alle bei uns sind. Da wird die ganze Familie aufgezählt. Josef, Vater, Mutter und die Geschwister. Das ist der Kontext, weil die Familie komplett aufgezählt wird. Seine leibliche Familie. Ja, die sind ja auch, ach so, wieder locker kann man nicht hören. Nee, aber die Leute wahrscheinlich können euch nicht hören. Ansonsten müsst ihr nochmal rausgehen und nochmal rein. Ja, ach so, okay. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ja, gerne. Alles danke dem Herrn. Danke gleichfalls. Shalom. Hallo. Genau. Und die Lehre der Wiedergeburt, Schwester Gül, weißt du, dass die meisten Orthodoxen und Katholiken gar nicht wissen, was Wiedergeburt heißt? Johannes 3, Vers 3. Sie denken, wenn man ein Baby mit Wasser tauft, dass er dann sozusagen so wiedergeboren ist. Ohne Glauben, ohne alles. Und das ist eine falsche Lehre, denn schlag mal bitte Epheser 1, Vers 13 auf. Verse 1, 13, ja? Ja, genau. Okay. Ja, Sekunde. Man hört nur dich. Hast du nur mich? Sie müssen einfach Ja, genau. Ihr müsst noch mal kurz alle raus und rein. Aber das mache ich dann noch zu Ende jetzt mit der Schwester Gül und dann kann sie selber raus und rein. Ja, oder geht mal kurz raus und kommt noch mal rein. So. Bitte, die Leute sagen, bestätigen, ob die dich hören. Ja, die können mich hören. Könnt ihr mich hören, ihr Lieben? Ihr Lieben, könnt ihr ja oder nein schreiben, wenn ihr mich hören könnt? Okay. Alles klar, ja, gut, danke. Ja, genau. So. Hört man gut? So, Gül, sag mal was. Ja. hört ihr die Gül? Die schreiben nein. Nur mich. Okay, komisch. Das ist eigenartig. Vielleicht kann ich es anders Vielleicht spielen. neu starten, euren Dingens hier, euren TikTok. Ja, hol mal Harun hoch. Also. Ich höre dich. Frag nochmal. Nee, anscheinend nicht. Ja, ich glaube, du musst auch einmal komplett raus. Okay, ich muss auch raus, alles klar. Okay, anscheinend muss man einmal neu starten. Dann bis gleich.
Das habe ich oft genug gesehen. Wenn man nett mit denen redet, dann ja. funktioniert das, aber nicht direkt beleidigen. Vor allem, das sind noch Frauen, mittlerweile, die schon mit der